Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Wilson 2 Dark Waters. Ja, wir sind hier nach wie vor auf Antigua und versuchen, Slanes Schiff auf Vordermann zu bringen, sprich, es auszurüsten mit allen möglichen Zeugs wie Kanonen, Wasser, Fisch, Pulver, Schießpulver, damit wir in See stechen können und uns seinen Blutdolch holen können. Gut. Dafür müssen wir uns jetzt aber mal ein bisschen mit Butch beschäftigen. Lass mich in Ruhe. Und das geht am besten mit einer Voodoo-Puppe. Ah. Was? Oh, mein Schädel. Hm? Boah, ich rieche ein bisschen streng. Naja, was soll's. Hast du keinen anderen, den du vollquatschen kannst? Alter! Hey, du! Wie wär's, wenn du mal deinen Arsch bewegst? Was? Wie jetzt? Du bist doch nicht etwa... Ich mach nur Spaß. Ich bin's, der Voodoo-Pirat. Quatsch hier nicht rum. Arsch bewegen, habe ich gesagt. Na, das obere. Ich mach nur Spaß. Ich bin's, der Voodoo-Pirat. Oh Mann! Du kannst einem aber auch einen Schrecken einjagen, Mann. Wie hast du das gemacht? Mit einer Voodoo-Puppe, du Schwachkopf. Wie sonst? Oh, du bist ja klasse. Du hast ja echt was auf dem Kasten, Mann. Ja, und du weißt, was ich will. Die Wasserlieferung zum Hafen. Ah ja, richtig. Tja. In diesem Zustand ist Butch wohl keine Gefahr mehr, was? Nein, wohl nicht. Okay, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Dankeschön. Und dann haben wir das jetzt auch schon. Sehr gut. Sollen wir jetzt zur Höhle auch noch raufgehen mit ihm? Ich weiß gerade nicht. Ich habe hier noch was zu erledigen. Aha, okay, geht nicht. Na dann. Ich hab vielleicht eine dicke Rübe. Mann, ich verschwinde jetzt erstmal in die Taverne. Ich brauch was zu saufen. Mach das. So, wir schauen uns noch ein kleines bisschen um. Da oben zum Beispiel, da waren wir da oben schon. Doch, da sind wir weitergelaufen, oder? Ja, genau da oben, da drinnen waren wir schon. Das haben wir schon erledigt. Alles fein. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder Bericht erstatten zu unserem Slane-Typi-Bubi. Ja, und speichern wir auch gut, da habt ihr vollkommen recht. So. Ich würde sagen, da, Spielstand 1. Okay, jawohl. Passt. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu... Nicht zu sollen. Ja, genau. So, also wir gehen wieder Bericht erstatten. Jetzt haben wir das Wasser auch schon. Jetzt ist dann nur noch die Frage, zwecks Pulver, also Schießpulver, ich will immer Pulverfass sagen, was auch nicht verkehrt ist. Was zum Henker ist denn hier los? Wieso, was ist denn? Wir haben uns ausgerüstet und legen jetzt ab. Das ist los. Na was? 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 Wieso, was ist denn? Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich rede. Hält sich hier eigentlich niemand mehr an meine Befehle? Ich habe jeglichen Handel verboten. Und auch du wirst dich daran halten, verstanden? Versuch's mal mit dem Kodex. Hör zu. Du hast eine Abmachung mit Slane und nicht mit mir. Das interessiert mich nicht. Die Waren verlassen nicht meinen Hafen. Ach komm schon. Die Sachen gehören jetzt mir, Alvarez. Ach komm schon. Ich habe mit jedem deiner Leute eine Abmachung getroffen. Deal ist Deal. Steht so im Kodex. Oder etwa nicht? Du verwendest den Piratenkodex gegen mich? Das hat ja doch Slane geraten, oder? Na gut. Ihr habt gewonnen. Ich lasse euch ziehen. Aber denkt an meine Worte. Wenn wir gegeneinander arbeiten, hat Mara schon gewonnen. Lasst euch nicht von ihren Schergen erwischen. Ihr zwei seid unsere letzte Hoffnung. Oh, okay, er ist besänftigt. Sehr gut. Ich dachte immer, er ist ein Schuft, ne? Der Alvarez ist so ein hinterfotziger Mara-Sympathisant, ne? Aber so wie es ausschaut, alles gut. Wir haben jetzt echt schon alles beisammen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich werde gleich nochmal speichern. Selbstverfreilich. Eine Sache noch. Ja? Was gibt's? Das Wasser. Die Wasserfässer sind unterwegs. Ah, sehr gut.
Das war meine größte Sorge, wenn ich ehrlich bin. Nichts ist schlimmer als Durst auf hoher See und faules Wasser an Bord. Gute Arbeit. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir können jetzt in See stechen. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Yeah. Wirklich brillant. Dann steht unserer kleinen Reise nichts mehr im Wege. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Also von mir aus, auf geht's. Wir können jetzt Antigua verlassen. Dann schwing deinen Hintern rüber auf deinen Kahn. Sag deinem Steuermann, dass er dich auf der Insel der Diebe absetzen soll. Insel der Diebe? Ja. Du wirst alles verstehen, wenn wir dort sind. In Ordnung. Aber wehe, du bist nicht da. Keine Sorge. Ich werde da sein. Wir sehen uns auf der Insel der Diebe. Ich mag ihn. Slane ist ein netter Kerl. Und fesch noch obendrein. Der ist sicher so ein Frauenschwarm. Lalala. Ja, damals gab's noch, also offiziell gab's damals keine Männerschwärme, ne? Jetzt eine schöne Buddel voll Rum. Entschuldigung, da musste ich mal husten. So. Lalala. Lalala. Komm, Petty, Beifuß, ihr braves Mädchen. Braves Mädchen. So, komm, komm. Tada. Tap. So, dann würde ich sagen, ich speichere noch einmal, weil ich es kann. Und auf geht's. Die beiden Schiffe sind versorgt. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Mhm. Du machst dich. Ja. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Slane will mich auf der Insel der Diebe treffen. Hm. Insel der Diebe. Kenne ich. Zumindest weiß ich, wo sie ist. Aber über die Insel selbst weiß ich so gut wie gar nichts. Kann spannend werden. Wie mache ich mich? Trennen? Neuer Kurs? Neuer Kurs. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Die Insel der Diebe, das dürfte da drüben sein. Nein? Aha, die Bucht von Marakai ist da drüben. Aha, aha. Neben der Schwertküste der zweite Stützpunkt der Inquisition auf Aporea. Auch hier verbirgt dichter Dschungel viele Geheimnisse und tödliche Gefahren. Ach, wie aufmunternd. Insel der Toten, Sturminsel, Caldera, Insel der Diebe, da haben wir sie schon. Eine kleine, verträumte und von den Menschen gänzlich unbewohnte Insel. Super, dann gehen wir mal dorthin. Ich meine, segeln wir dorthin. Ja, genau. Ach, ich mag das Spiel. Ach ja. Ich hoffe, euch gefällt es nach wie vor. Risen 2 und so weiter, ne? Insel der Diebe gefunden. Schon spät. Die Sterne stehen am Himmel. Jetzt ein romantisches Picknick mit unserer Patty. Ach, das wäre schon fein. So, da sind wir schon mal. Das ist die Insel der Diebe. Ah, hübsch. Slanes Schiff liegt da drüben vor Anker. Ich nehme an, er ist schon auf der Insel. Gut. Ich rudere hinüber. Sei brav. Ich bin bald wieder da. Ach, hau schon ab. Sei brav. Darf ich sie nicht mitnehmen? Komm mit. Komm mit. Ei. Ja, bitte, geht doch. Braves Mädchen. Chani. Nichts zum Quatschen. Mit Eldrick möchte ich gerne sprechen. Für den Fall der Fälle, dass man vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, also mit einer Klatsche, wegen Gargoyles und so. Das hier ist die Insel der Diebe. Hm, das sieht ziemlich übersichtlich aus. Sehr groß scheint diese Insel nicht zu sein. Also, wenn die Gargoyles hier sind, dann sind es nicht sehr viele. Wer könnte sich hier auskennen? Hm, keine Ahnung. Aber ich werde es herausfinden. Naja, wir werden sehen. Hey, was soll das denn heißen? Das ist für gewöhnlich mein Spruch. Ich leih ihn mir kurz aus. Zumindest so lange, bis wir die Gargoyles erledigt haben. Supi, jawohl. Mein Plan ist aufgegangen. Das ist schön. Kennt sich hier vielleicht die gute Chani aus? Du, Chani? Okay, die hat keine Ahnung. Vielleicht unser Smoothie? Smoothie.
Vielleicht kennt ihn. Oder sonst Slane selbst. Das könnte auch sein, dass sie mit Slane selber quatschen müssen. Hey, Smutje, was gibt's heute? Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Warum nicht? Tja, es ist lecker. Aber ich weiß gar nicht, warum. Was? Ich habe es völlig versalzen und viel zu viele Schlammwürstlinge hineingegeben. Aber es scheint das beste Ragout zu werden, was ich je zubereitet habe. Lecker. Möchtest du eine Kelle? Später vielleicht. Ei. Ich vermisse irgendwie das Fleischschwanzen-Ragout von Gothic 1. Aber es ist dieselbe Synchronstimme, glaube ich, ne? Wie vom Chefkoch. Wie hieß das? Naff? Ich glaube so, ne? Mit seinem Fleischschwanzen-Ragout werde ich nie vergessen. Niemals nicht. Ruderboot. Allein zur Insel rudern? Echt? Muss ich? Na dann. Ah, ich verstehe schon, weil Slane uns begleiten wird. Vielleicht? Als Kumpel? Das wäre cool. Auf jeden Fall, du mal wieder. Na, richtig. Speichern! Du, Slane? So, mein Freund. Da sind wir. Nette Gegend. Ja, eine niedliche kleine Insel am Rande der Zivilisation. Ich hätte sollen schlafen gehen. Es ist echt finster. Gibt es hier keine Menschen? Bist du schon oft hier gewesen? Ob Mara ahnt, was wir vorhaben? Okay, kommen wir zur Sache. Na, schön von oben weg. Gibt's hier keine Menschen? Höchstens ein paar Gnome. Ansonsten ist die Insel meines Wissens nach gänzlich unbewohnt. Aha. Gnome? Gnome? Ja. Irgendwo im Norden habe ich mal eine Handvoll von ihnen gesehen. Ich glaube nicht, dass sie sich bis hierher vorwagen würden. Die kleinen Biester sind sehr schreckhaft und diese Gegend hier ist ziemlich gefährlich. Die Gnome, die ich kenne, waren alles andere als schreckhaft, wollte ich nämlich gerade sagen. Die Gnome, die ich kenne, waren alles andere als schreckhaft. So? Ich kenne sie nur als feige Diebe, die beim ersten Kanonenschlag die Flucht ergreifen. Aber ich glaube, wir haben Besseres zu tun, als über Gnome zu diskutieren. Ja, Bissi. Bist du schon oft hier gewesen? Bist du schon oft hier gewesen? Selten. Nur wenn ich etwas in mein Versteck bringen wollte. Hast du keine Angst, dass jemand deinen Schatz hebt? Hast du keine Angst, dass jemand deinen Schatz hebt? Wenn das Versteck gut genug ist, findet es auch niemand. Richtig. Dumm ist nur derjenige, der es jemand anderem verrät. Du verrätst mir doch gerade dein Versteck. Ja, aber wir sind hier und nicht auf Antigua. Das ist ein großer Unterschied. Wenn wir erstmal da waren, ist es kein Versteck mehr und ich werde mir einfach ein neues suchen. Ob Mara ahnt, was wir vorhaben? Wer weiß das schon. Wir sollten uns besser beeilen, bevor sie uns entdeckt und uns ihrer Monster auf den Hals setzt. Okay, kommen wir zur Sache. Ja, lass uns keine Zeit verschwenden. Dann beende ich das ganz kurz. Ich speichere gerade nicht. Ich ruder noch mal. Später vielleicht. Ach, scheißlich. Ach, ich wollte es noch mal hell machen. Soll ich das noch schnell tun? Ich wollte noch schnell schlafen gehen. Ach, was soll's. Wo ist dein Versteck? Wir müssen ein bisschen dem Strand hier folgen und dann weiter ins Inland gehen. Ich gehe vor und du folgst mir. Doch vorher solltest du deine Ausrüstung kontrollieren. Die Biester auf dieser Insel sind gefährlich. Großartig. Vielleicht darf ich jetzt zurück? Später vielleicht. Mist. Na dann, gehen wir's an. Ich bin bereit. Lass uns gehen. Am besten, du ziehst gleich deine Waffe. Und los geht's. Okay. Den Strand entlang. Ich habe irgendwie keine Waffen an. Hä? Rechte Hand. Achso, wegen der Voodoo-Puppe. Na, wo ist sie denn? Habe ich den General angehabt? Ich glaube, ne? Nicht irgendwas schon mit 100? Seelenrufer, da ist er. Ja. Hast du so. Eine Krabbe. Achso, ich soll dem vielleicht besser folgen. Ne? Später nochmal herkommen und die Viecher dann ausrotten. Ich sag, wir haben noch die Gargoyle-Quest, ne? Und wieder ein weniger. Ja. So schaut's aus, mein Kumpel. Eine Muschel, die nehmen wir gleich mit. Bleib schön an meinem Heck. Jawohl. Hier führt der Weg hinauf ins Inland. Gut, dann geh weiter. Bleib dicht hinter mir. Ich werde mir Mühe geben. Mir nach.
Da ist ein Sandtröpfchen. Zack, zack. Jawohl. Darf man nicht lange fackeln. Richtig. So, ein Sandteufelchen. Noch ein Sandteufelchen. Passt. Folge mir. Fackel. So. Entschuldigung. Ich vergesse immer auf die Fackel. Schrecklich. So, lala. Bleib schön an meinem Heck. Ja. Ich gebe mir Mühe. Ist nicht so einfach, wenn man was looten möchte. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Immer. Oi, da sind sie ja schon, die Garten. Au. Kurz, kurz. Au. Boah, schnell was saufen. Bei den Viechern darf man nicht lange fackeln. Hui. Wo ist die Fackel hin? Die liegt da unten irgendwo. Moment, ich gehe sie schnell holen. So. Besser. Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Aber ich glaube nur fast. Darf ich hier hoch? Eher nicht, ne? Okay. Folge mir. Tschüss. Wir müssen nur noch ein Stück diesem Weg folgen. Die Höhle befindet sich am Ende des Weges. Komm mit. Jawohl. Was sind das denn für Viecher? Ja, das ist eine lange Geschichte. Aha. Für lange Geschichten haben wir jetzt keine Zeit. Ui, versunkene. Okay, unten Gargoyle. Ich bin gerade sehr froh, dass Lane hier ist. Jawohl, da hat es jetzt. Wow, ich wollte mich gerade wegrollen. Au. Sehr gut. Die Ruhepunkte zählen für uns auch mit, wenn Slay sie kaputt macht. Das ist sehr gut. Pfui. Scheißviecher. Das kannst laut sagen. Ah, schön. Bleib schön an meinem Heck. Ja, mach ich. Ich muss nur schnell schauen, ob es hier ein Gargoyle-Nest gibt. Ja, gibt's. Mit 1 und 2 Eiern. Fehlt nur noch ein Ei. Ich hoffe, dass das letzte Ei beim letzten Gargoyle ist. Ja, Maki-Beere. Super. Folge mir einfach. Sieht aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Jups, mit Sicherheit. So, es ist leider etwas dunkel. Es tut mir sehr leid. Aber ich hätte echt schlafen müssen. Es tut mir so leid. So, jetzt weg. Wow. So. Was? Erledigt. Nicht lange fackeln. Nicht lange fackeln, genau, hol die Fackeln. Jawohl. Machen wir schnell. Die rollt nämlich immer weg. Durch die Bäume durch. Weil die Fackel das kann. Folge mir. So, den ausrauben, den ausrauben, den ausrauben. Da hinten ist sicher noch ein Nest. Oh ja, mit dem letzten Ei. Perfekt. Und einer Schädelblüte. Super. Die Insel ist geschafft. Sehr, sehr gut. Folge mir einfach. Ja. Siehst du? Hier ist der Eingang zur Höhle. Dort drinnen ist der Blutopferdolch. Das ist dein Versteck? Es wurde aber auch Zeit. Sehr gut. Das ist dein Versteck? Das ist dein Versteck? Das sieht mir viel zu offensichtlich aus. Unsinn. Hier kommt doch nie jemand vorbei. In der Höhle steht eine Truhe. Darin wirst du den Blutopferdolch finden. Was ist mit dir? Kommst du nicht mit? Ich bleibe hier draußen und werde den Rückzug sichern. Beeil dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Es ist irgendwie ein bisschen faul gerade, oder? Es hört sich gerade ein bisschen faul an. Also nach einer Falle, besser gesagt so. Das ist echt offensichtlich hier. Schau mal. Aha, da geht's weiter rein. Okay, da ist echt irgendwas. Also irgendwas ist da wirklich komisch, finde ich. Auf jeden Fall werden wir das hier mal speichern. Okubilz. Und machen wir die Truhe auf. Ja. Lass mich raten. Der Dolch ist nicht da. Da hast du verdammt nochmal recht. Dafür habe ich ein kleines Geschenk für dich. Arschloch. Von Mara. Es war so klar, oder?
Slade, dieses Schwein hat mich reingelegt. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Es war so klar. Es war so klar. Eine Falle. Eine Falle, ich hab's euch doch gesagt. Na gut, das war's dann aber wieder für heute. Im nächsten Part müssen wir schauen, dass wir hier heil von der Insel runterkommen und da werden wir uns Slane vornehmen und ihm so dermaßen seinen blöden Piratenarsch versohlen, dass er nie wieder sitzen kann. Na gut, so ist es, ne? Da ist man freundlich zu einem und was ist die Belohnung? Man wird verarscht. Aber es war wirklich offensichtlich und klar, dass es eine Falle ist. Aber wie gesagt, wir werden das dann in den nächsten Parts im Rückvergüten. Bis dahin, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!